Hallo, in diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie man die im Gebäude 5 in Hörsaal 4 der Otto von Guericke Universität in Magdeburg eingebaute Kamera- und Mikrofontechnik für Lehrveranstaltungsaufzeichnung oder auch für hybride Lehrformate nutzen kann. Dafür habe ich hier meinen Laptop aufgebaut und schaue erstmal in die dort integrierte Kamera und spreche auch in das integrierte Mikrofon mit dem Originalton in Zoom eingeschaltet. Den schalte ich jetzt mal aus, um den Unterschied zu hören. Und die Kamera, die ich zeigen möchte, dafür schalte ich mal auf die Rückkamera meines Laptops. So sieht der Hörsaal aus. Die Kamera ist hier oben an der Decke neben dem Beamer montiert. Das sind zwei Kameras. Die rechte möchte ich heute zeigen, eine Logitech Relic-Kamera. Und bevor ich jetzt auf die umschalte, gehe ich noch mal kurz auf die Frontkamera und zeige die zugehörige Fernbedienung. Die sieht so aus. Die hat eine Taste für den Zoom, einen Cursor, mit dem man die Kamera schwenken kann und wieder in die Ursprungsposition zurücksetzen kann. Tasten für die Lautstärke, zwei so Presets und hier oben Tasten, die man eigentlich nicht braucht, außer vielleicht diese hier, mit der man das Mikrofon stumm schalten kann. Und damit schalte ich jetzt mal auf die Logitech Relic-Kamera um. Die muss dann immer erstmal so aus ihrem Dornröschenschlaf erwachen, geht in diese nicht sehr günstige Ursprungsposition, aber mit einem Preset 1 kann ich sie erstmal auf die Lehrperson schwenken und kann hier so ein bisschen die Verkabelung demonstrieren. Es gibt ein HDMI-Kabel, über den geht der Inhalt meines Bildschirmes an den Beamer. Und es gibt ein USB-Kabel, über das bekomme ich das Signal dieser Kamera, das Signal dieses Mikrofones, auf das ich gleich umschalte, in den Laptop rein und bekomme auch den Ton des Laptops raus an zwei Lautsprecher, die sind dort unter dem Projektor, unter dem Beamer installiert. Und ich schalte jetzt mal auf dieses Mikrofon hier um, ein Grenzflächenraummikrofon, das heißt in Zoom Freisprechtelefon Videoausschaltung. Und das ist jetzt erstmal aktiviert, mit dem Originalton für Musiker ausgeschaltet. Den aktiviere ich jetzt mal kurz, um mal den Unterschied zu hören. Meistens klingt es dann ein bisschen voller, die Stimme, aber nimmt eben auch mehr Störgeräusche nebenbei auf, sodass ich das jetzt mal, wie zum Beispiel das Brummen der Heizung oder das Rauschen des Lüfters, deswegen deaktiviere ich das jetzt mal wieder, sodass hier die Rauschunterdrückung und Kompression von Zoom aktiver ist. So, was man natürlich jetzt mit der Kamera auch machen kann, dafür gehe ich mal auf die Preset 2. Man kann hier Apple-basierte Vorlesung machen, kann hier was anschreiben und dann sieht man in dem Kamerabild, dass das sicherlich ganz gut zu sehen ist. Ich bin mal gespannt, wie gut ich jetzt noch auf dem Mikrofon zu hören bin, wenn ich hier ein bisschen weiter wegstehe. Das sollte aber auf jeden Fall, denke ich, ganz gut funktionieren. Die Perspektive der Kamera, dadurch, dass sie ein bisschen versetzt und eben nicht direkt in der Achse der Tafel steht, ist vielleicht etwas ungünstig, weil man das im Tafelbild immer etwas versetzt sieht. Damit kann man aber bestimmt leben. Das zweite Ungünstige an diesen Kameras ist natürlich immer, wenn sie oben an der Decke montiert sind, dann muss man als Lehrperson ein bisschen unnatürlich nach oben schauen, wenn man in die Kamera schauen will. Und gleichzeitig, wenn ich jetzt eben in den Raum schaue zu den potenziellen Roomies oder Studierenden, die natürlich im Moment nicht hier sind, und mal in die ersten, mittleren und letzten Reihen schaue, dann schaue ich doch schon sehr arg an dieser dicken Kamera da oben vorbei, sodass ich für Lehrformate, bei denen es darum geht, dass man hauptsächlich Bildschirmfreigaben sieht und die Tafel nicht so entscheidend ist, ich immer empfehlen würde, vielleicht dann dafür einfach die integrierte Frontkamera in einem Laptop zu nutzen, das Pult hier auf maximale Höhe zu fahren, vielleicht noch ein bisschen was drunter zu stellen unter den Laptop, dass man die Kamera ungefähr auf Augenhöhe bekommt und eben nicht so den typischen von unten in die Nase Doppelkinn-Blickwinkel hat. Und ja, jetzt kann man sehen, dass man damit, auch wenn ich mal eine Bildschirmfreigabe jetzt aktiviere, dafür nehme ich mir einfach die Webseite der Uni, dass man für solche Formate jetzt ein ganz gutes Kamerabild hinbekommt, wenn es eben nur darum geht, die Lehrperson zu sehen. Und wenn ich jetzt mal gleichzeitig eben in den Raum schaue, in die ersten, mittleren und letzten Reihen, dass das nicht so unnatürlich aussieht, weil ich nicht so wahnsinnig weit an der Kamera vorbeischaue. Der einzige Nachteil an der Stelle ist jetzt vielleicht, dass das Fenster hier neben mir sehr hell ist, draußen scheint auch gerade die Sonne, und dass die Kamera arge Probleme hat, dieses Fenster jetzt zu überblenden, um gleichzeitig noch mein Gesicht
einigermaßen schön darzustellen. Deswegen will ich noch was zeigen. Es gibt nämlich im Raum eine Verdunklung und dafür schalte ich nochmal auf die Logitech Relais um. Und ich habe heute gelernt, man kann sie ein bisschen vorher aus dem Dornröschenschlaf aufwachen, indem man schon mal eine Taste an der Fernbedienung drückt, dann auf die Kamera umschaltet, dann ist sie zumindest schon mal an. Und ich bringe sie jetzt mal in diesen Tafelmodus und zoome nochmal ein bisschen raus. Es gibt nämlich in diesem Raum hier eine Verdunklung, die man aktivieren kann, hinten, mit der man also Spannung 7 herunterfahren kann. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie laut das auf dem Video zu hören ist. Man sieht auch im Kamerabild jetzt, dass man leider nicht nur die Verdunklung hier vorne herunterfahren kann, sondern dass alle heruntergehen. Bin jetzt aber mal ganz kurz gespannt, wie das dann aussieht, auch auf dem Kamerabild. Für die Tafel, wenn jetzt der Raum nur noch mit Kunstlicht beleuchtet ist, dafür mache ich jetzt auch mal das Tafellicht an, wirklich alle Lichter im Raum. Kurzer Kontrollblick, das sieht aber sicherlich immer noch ziemlich gut aus. Dafür mache ich jetzt mal wieder diesen Klimamodus an, sodass die Lichter hier vorne im Raum ausgehen und fahre mal die Tafel kurz nach unten und mache das Beamerbild wieder an, sodass es gleich da sein sollte und switche eben mal wieder auf die vorgeschlagene Frontperspektive meines Laptops um. Dann sieht man, dass ich so erstmal ein super gutes Kamerabild habe, weil es natürlich das helle Fenster nicht mehr da ist, das aber eventuell spätestens dann, wenn man jetzt eine Bildschirmfreigabe macht, und dafür gebe ich mal wieder die Webseite der Aufruf frei, ja, dass dann mit dem, sieht man jetzt oben nur leider sehr klein in dem Kamerabild, dass dann mit dieser hellen Bildschirmfreigabe neben mir mein Gesicht auch wieder nicht mehr so schön zu sehen ist. Also alles Gute ist bei solchen hybriden Lehrformaten oder Vorlesungsaufzeichnungen dann leider nie beisammen. Man wird es nie so richtig gut hinbekommen, gleichzeitig eine gute Kamerasperspektive zu haben, die für die Roomies und Zoomies gleichermaßen funktioniert und wo man immer einen schönen Videokonferenzhintergrund hat, sodass das Gesicht der Lehrperson klar zu sehen ist. Ansonsten ist das mit dieser eingebauten Kamera hier oben an der Decke zum Abfilmen der Tafel und mit diesem eingebauten Grenzflächenmikrofon, was man beides einfach per USB an seinen Rechner anschließen kann, sicherlich eine sehr schöne und sehr intuitiv nutzbare Sache für Vorlesungsaufzeichnungen oder für hybride Lehrformate.